Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir wieder The Witcher. Wir sind jetzt mal hier stehen geblieben im Kerker. Hier liegt noch unsere Fackel. Wir haben die Kisten hoffentlich leer geräumt. Muss nochmal kurz nachgucken. Ja, ist leer. Was? Haben wir noch zweimal Wodka drin? Oh, habe ich sie jetzt getrunken oder mitgenommen? Ich hoffe mal mitgenommen. Aber egal. Haben wir. Jetzt habe ich die. Verdammt. Ist das stark? Was denn? Das ist stark. Das geht euch nichts an. Nein. Ich wollte doch nur... Gesundheit. Warum wurde der Fragen Professor wir erstmal noch mal was aus. Entlassen? Der hat mächtige Freunde. Lasst euch das eine Warnung sein. Er zöhnt niemanden, der mächtiger ist als ihr. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geldsäckel herumwedelt? Mhm. Ihr steht nach wie vor unter Beobachtung. Außerdem hat jemand die Kaution für ihn gestellt. Völlig sehr, wir machen rumwackeln, ne? Keine Ahnung. Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank überwiesen. Kann man nicht zurückverfolgen. Wechseln wir das Thema. Ich kriege Ärger, wenn ich mit euch darüber rede. Ich habe Fragen. Welche denn? Wisst ihr etwas über den gefangenen Salamander? Warum sollte ich euch das verraten? Der Hauptmann würde mich töten. Wer ist so welch der Typ? Kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Habe ich Pulver? Pulver habe ich gar nicht. Ich hab nichts für ihn. Aber ich... Hier kommt. Ich habe Fragen. Ja, noch eine Frage hier. Wolltest, muss die Salamandra wirklich hassen, wenn er einen Preis auf den Kopf des Professors. Muss die Salamandra wirklich hassen, wessen Wolltest? Wenn er einen Preis auf den Kopf des Professors aussetzt. Das ist kein königliches Gold. Es stammt aus privaten Mitteln. Mhm. Interessant. Außerdem gibt es Belohnungen für Salamanderabzeichen, die toten Banditen abgenommen werden. Wer ist dieser Philanthrop? Ich kann's euch nicht sagen. Aber der Repräsentant des edlen Spenders verbringt seine Abende in der Taverne. Hm. Dem werde ich auf den Grund gehen. Und zwar ihm, ob er Erkältung hat. Eine Erkältung? Ihr seid Nein. recht unerfahren. Erfahren genug, um zu wissen, wie man Fistech am besten einnimmt. Man schiebt die Haut zurück und reibt. Ihr seid recht unerfahren. Na, da, wo man die Haut zurückschieben kann, Jesro. Solltet ihr Fistech bei Coleman im haarigen Bären kaufen? Sag nicht, dass ich euch schicke. Adieu. Schön für den. Gehen wir erstmal raus. Wir haben ja jetzt ein paar Aufgaben. Ich habe aber keinen Platz. Ja, das machen wir nochmal. Irgendwann anders. Werbung brauchen wir nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was wir für eine Aufgabe als nächstes haben. Nämlich, wir sind ja schon in Kapitel 2. Muss Fistech für Jethro beschaffen. Muss Thala nach dem Silberschwert fragen. Ich gehe erstmal, hol mir erstmal Jethro. Cool. Ich muss halt irgendwo meine Sachen erstmal ablegen, aber egal, wir gehen dahin. Gasthaus. Ich muss ja eh zum Lagerhaus. Ich muss hier lang, hier rechts jetzt. Vorne irgendwo links. Das war es hier. Alles top. Wer ist da vorne? Eine arme Frau. Noch richtig? Ja, wir gehen einfach nächste hier rechts. Hier schon? Ja, hier schon rechts. Und dann wieder links. Jetzt wäre die Stadtwache. Und hier müssen wir jetzt hier. Spieler. Ne, Waffenschmied des Ordens. Ja, wir müssen hier runter wahrscheinlich, ne? Lagerhaus ist hier unten. Wie komme ich da hin? Da rennt schon alleine hin, das ist ja top. Muss gar nichts machen.
Viertels rühmen. Das Elendsviertel, okay. Überhaupt das Lagerhaus. Ich geh einfach mal rein. Hier ist gar nicht das Lagerhaus. Was für ein Buch? Laras Geschenk. Ich muss meine Sachen irgendwo ablegen. Ich muss erstmal zum Lagerhaus. Ist das hier das Lagerhaus? Hier ist eine Tür. Ich weiß nicht, ob das das Lagerhaus ist. Woran erkenne ich das denn? Schurke, 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 das sind alles Schurken. Meine Eier, Junge. Ärmster. Wer ist er? Ich kann seinen Namen nicht lesen. Auch ein Schurke. Das ist ein bisschen so ein. Weiß ich auch nicht, was es hier ist. Ich weiß immer noch nicht, wo das Lagerhaus ist. Hier ist das Lagerhaus. Das ist doch. Oben? Bin verwirrt. Wo kann ich hier unter durch? Lagerhaustür, hier ist es nämlich. So. Keine Spur von Javed oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Oh oh, muss kämpfen. Ich sehe aber gar nichts. Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz ruhig, nur ein Hexer. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig. Ich dachte, ich könnte meine Sachen hier ablegen. Ich muss erstmal mitspielen. Seht ihr? Kein Grund zur Angst. Ihr seid auch nicht gerade allein gekommen. Und jetzt handeln wir. Ich traue ihm nicht. Er soll ein Mörder sein und mehr als ein Dutzend unserer Leute aufgeschlitzt haben. Das war ich. Wissen wir nicht, wer hat wen getötet. Das ist Vergangenheit. Uns interessiert die Zukunft. Eure Zukunft, die unangenehm wird, wenn Javed erfährt, dass ihr ihn betrogen habt. Und glaubt mir, er erfährt es schnell, wenn ihr nicht redet. Eine leere Drohung. Mir macht ihr keine Angst. Dann machen wir halt alle um. Wo ist Javed? Wo sind die Hexergeheimnisse? Spuckt es aus, ehe ich euch an die Ratten verfüttere. Vincent, haltet ihn auf! Ich weiß nichts. Ich war Assistent des Buchhalters der Salamandra. Javed vertraute mir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er vorhat. Und der Professor? Ich weiß es nicht. Der ist weggegangen. Wohin? Blödsinn. Ihr braucht nur Zuspruch. Ihr habt mir als Gegenleistung für meine Aussage Schutz versprochen. Beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Haltet ihn auf, ihr seid auch ein Ordnungshüter. Das ist Mord. Wollt ihr daneben stehen und zusehen? Ja. Nein, ich gehe. Außerdem weiß ich, dass ihr bei der Ermordung von Raimunds Familie die Hand im Spiel hattet. Hexer, bringt es schnell hinter euch. Stopp! Junge, ich mache ihn so fertig. Bam, bam. Und da sind sie alle um. Irgendwer ist entkommen, glaube ich, oder? Nehmen wir alles hier mit. Da liegt noch ein Köpfchen. Was war das denn für eine Geheimtruhe? Wo ist sie denn? Oder was, ein Ring? Nee, ne? Das war so eine Truhe. Keine Ahnung. Gucken wir noch in den Kleiderschrank rein. Ich wollte eigentlich nur ein paar von meinen Sachen ablegen und dann ist hier plötzlich so ein Treffen. Hier kann ich auch nicht raus. Gehen wir hier wieder raus, ne? Bandit, Banditenanführer. Das ist alles nicht zu interessieren. Hier müssen wir jetzt in Gasthaus zum haarigen Bären.
Anschlagtafel kann ich wieder nicht. Da steht das gleiche wahrscheinlich dran, ja. Schild zum haarigen Bären. Da gehen wir erstmal rein. Vielleicht können wir da auch unsere Sachen ablegen. Wer da? Nur ein Hexer. Nur? Geralt, seid gegrüßt. Ach. Was ist passiert? Eine Machtdemonstration. Sie haben ein Fenster eingeschlagen und Coleman 3 Bolzen in den Wanst gefeuert. Oh. Sie haben Bolzen mit Streuköpfen verwendet. Eine Spezialität der Hafgar und vollkommen illegal. Frechheit. Wer hat ihn getötet? Die verdammten Scoia'tael. Jetzt wird man ihn als guten Mann hinstellen, der alten Damen über die Straße geholfen hat. Ich spüre schon ein Pogrom heraufziehen. Diese verdammten Pisser haben eine Liste ihrer Feinde erstellt und damit begonnen, sie zu eliminieren, ohne an die Konsequenzen zu denken. Das ist ja eine Frechheit. Um Coleman. Wut? Rache? Wahrscheinlich hatten ein paar junge Elfen eine Überdosis. An einem Bolzen war eine Notiz befestigt. Händler des Weißen Todes. Er hat Fistech an Kindern gekauft, billiger als alle anderen. Ihr wisst ja, wie schnell man davon abhängig wird. Mich überrascht, dass sie in der Stadt zugeschlagen haben. Sie fühlen sich stark, jetzt wo sie Waffen haben. Irgendein Haar hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Ich verdächtige Haar. Ja. Was für schreckliche Zeiten. Da war ich doch mit Schuld. Dringt als Ganzes in den Bauch ein, tritt in drei Teilen am Rücken wieder aus und zerfetzt dabei die inneren Organe. Ekelhaft. Spezialität der Hafgar. Nutzlos gegen gepanzerte Soldaten. Sie zersplittern bereits an der leichtesten Rüstung. Sie werden benutzt, um Zivilisten zu töten. Als grausame Warnung für andere. Mhm. Ich weiß, woher die Waffen stammen, mit denen Coleman getötet wurde. Ja. Ich muss solche Situationen vermeiden. Neutral bleiben. Mich nicht einmischen. Bin ich daran schuld jetzt ist? Coleman's Leiche, so. Wo kann ich denn jetzt hier mal Sachen ablegen? Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Ja. Schau an. Schwerter auf dem Rücken. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Nein. Ich bin immer noch dabei. Wie ich höre, suchen die jemanden wie euch. Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Ich. Ah, guck mal, hier sind meine ganzen Sachen nämlich. Ich tue erstmal alles hier drüben rein. Oben mache ich immer noch die Tränke. Hier, guck mal, Bier habe ich doch eh noch. Den ganzen Alkohol brauche ich nicht essen, mache ich auch erstmal hier rein. Köpfe, Bücher. Was steht da? Führer durch Zima. Haben wir jetzt auch erlernt. Hier ist so Bräu hier. Hier Feldpflanzen. Anstaub tun wir rein. Tulpen tun wir rein. Huhn behalten wir. Das ist nämlich zu essen, das brauchen wir. Nierenfett tun wir hier rein. Buch, Gänseschmalz, Feuerstein haben wir auch genug. Wieder ein Buch, Buhmilch, ein Buch, hier haben wir wieder Tränke, die kommen hier oben hin. Zu essen, Ziegenmilch, wo haben wir die ganze Milch her? Bernstein, Quarzpulver, hier ein Buch. Buch des Waldskrauts. So, jetzt hole ich erstmal alle Ringe wieder rein hier. Macht, was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. War noch nicht fertig hier. Da rein. So, habe ich noch einen Ring hier irgendwo rumliegen? Ne. Schwalbe ist auch noch ein Trank, den ich noch mitnehmen sollte. Unbekannter Trank, unbekannter Trank. Nehmen wir auch alles mit. Feuerstein schadet auch nicht, wenn man da nochmal so 10 dabei hat.
Weiß gar nicht, was das hier alles auf sich hat. Das kann ja irgendwie noch gestackt werden. Ist das der Einsatz von mehr als einem Teil der gleichen Farbe, kann besondere Boni erwirken. Nehmen wir auch erstmal mit, tun wir hier hin. Haben wir noch irgendwas zu essen? Schwarzpulver kann man auch immer gebrauchen. Hier kommt auch wieder mit. Schleifstein und Malmstein haben wir. Haben wir auch beides mit. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumteres Inventar. Ihr habt dies bereits gelesen. Ich gucke erstmal, ob ich alles gelesen habe. Haben wir nämlich noch nicht gelesen. Bereits gelesen, bereits gelesen. Noch nicht gelesen, noch nicht gelesen. Noch nicht gelesen, guck mal. Und lesen wir erstmal alles einmal durch. Da haben wir jetzt doch Fortschritt hier gemacht. Gelesen, gelesen. Furchtbringer haben wir noch nicht gelesen. Noch nicht gelesen. Haben wir alles noch gar nicht gelesen hier. Jetzt haben wir noch die beiden hier. Dann haben wir erstmal alles gelesen. Hopp. Da wissen wir jetzt auch wieder einiges. Ich weiß gar nicht, was die Ringe bringen hier. Stehen gar keine Fähigkeiten dabei. Aber egal, ich glaube, so müsste es erstmal passen. Was konnte man ihn noch fragen? Was hat es mit diesen Wetten auf sich? Unterhaltung für die kleinen Leute. Zwei harte Burschen kämpfen und wir wetten darauf, wer gewinnt. Mhm. Und was springt für diese armen Irren dabei raus? Nix. Gold. Die Zuschauer lachen sich ins Fäustchen, während die Jungs Dampf ablassen. Und wenn was schief geht, kriegen die Hunde was zu essen. Ade. Top. Haben wir erstmal unsere Sachen wieder hier untergebracht. Kauft der hier? Was wollt ihr, Missgeburt? Oh. Ich habe ein paar Fragen. Ihr habt ja keine Ahnung, mit wem ihr da redet, Missgeburt. Aha. Ein Wort von mir und ihr habt ein Dutzend am Hals, ehe ihr bis drei zählen könnt. Und ihr seid tot, ehe ihr bis drei zählen könnt. Schau, das Wölflein knurrt. Beißt es denn auch? Mhm. Ich könnte jemanden brauchen, der weiß, wie man zubeißt. Ich verabscheue. Ja, wir machen erstmal fertig. Achtung, Wölflein, ist das Privileg der Klugen. Bei allen anderen ist es ein Zeichen von Jugend und Dummheit. Mhm. Ich pisse auf eure jugendliche Arroganz. Was wollt ihr? Ja, weiße Zeug. Wie geht's? Alte Huren haben Flügel. Haut ab, Hexer. Scheiße. Können wir hier was looten? Jawohl. Mal mit. Wir rauben erstmal alles aus. Ein Hund haben wir hier. Feuerstein nehmen wir mit. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Aufgabe genau war. Kriechen das Fistech. Willkommen, Reisender. Willkommen, Reisender. Ich habe gehört, ihr kauft Schmuck. Und wenn es so wäre? Sagt mir, wer... Nee, ich zahle keine 100 Obens dafür. Oder eure eigene Mutter erkennt euch nicht wieder. Haut ab! Na, ich hätte nett sein sollen zu ihm. Die Schurken, die sind bestimmt nicht, die es verkaufen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich sonst vorankomme. Erinnern, vielleicht verkauft ihr es ja. Hallo, möchtet ihr etwas essen? Oder führen euch andere Gründe her? Was für andere Gründe? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Gehen wir nach hinten? Ist hier was Interessantes passiert? Vielleicht gehen wir dann auch nochmal nach hinten. Andere wetten auf den Sieger. Manchmal verprügeln sie Besucher. Das ist alles sehr, sehr langweilig. Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf Scheiße. Wird mich voll verarscht. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. Wie heißt das? Bärenfeller hier. Fisch. Huhn. Soldatenfuße.
Apfelsaft. Ja, der das nicht. Ja, ey, die Schurke, Schurke. Sehr Faustkämpfer. Nehmen wir, looten wir erstmal. Wenn ihr nicht. Aber da ist Kakaobohnen, der Obst und Nüsse. Mhm. Wer könnte denn. Wo könnte man dieses Fistech kaufen? Ist nix. Hinder ist tot, ein Schuss auf dieser Nähe hat selbst einen Ochsen getötet. Oder hat er es verkauft? Jetzt kann ich es nicht kaufen. Wahrscheinlich, ne? Stadtkerker? Wieso denn? Ich hab doch noch gar nichts. Ich hab doch gar kein Bistech, oder? Wo ist unser Inventar? Ach, doch hier, die Kiste. Die habe ich da mitgenommen. Okay. Haben wir es doch geschafft. Das habe ich nicht gecheckt, Alter. Ich habe mich gewundert, wo diese Kiste ist. Ich muss jetzt nochmal lang. Aber der Kerker? Anders? Egal, wir müssen auf jeden Fall hier lang, dann rechts. Ja. Und dann wieder links. Und dann wieder rechts jetzt, ne? Ja. Passt rein. Vielleicht verrät er uns dann was. Über den Gefangenen. Ich kenne mich noch gar nicht gut in der Stadt hier aus. Und ich kann jetzt diese Dings mitnehmen. Mist, die habe ich. Du gabst hier auch. Ist das so ein Aushang? Ja, perfekt. Kann ich erstmal alle mitnehmen. Dann nehmen wir die ganzen Quests erstmal an. Jetzt gehen wir rein hier. Kerker, ja, oder auch nicht. So. Bringen wir ihm das Fistech. Dann plappert er hoffentlich. Gesundheit. Wo ist es denn? Hä? Ich kann sie nicht übergeben. Wer sie es nicht nehmen? Achso, vielleicht muss ich ihn erstmal fragen. Ich habe gefragt, wisst ihr, warum so. Vielleicht kann ich euch ja überreden. Pulver würde helfen. Mhm. Aber ich kann nicht dran. Ins Pulver. Okay. Bei gutem Fistech sag ich niemals nein. Mhm. Erzählt mir etwas von dem gefangenen Salamandra. Aber. Mist, er weiß nichts. Weiß doch kaum etwas. Wo ist er? Er wurde in Majorans Krankenhaus gebracht. Danke. Ich habe noch mehr Fragen. Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Vielleicht, aber nicht heute. Bevor ich in die Kloaken runter. Da steht was anderes. Irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich Thala? Ich markiere die Stelle auf eurer Karte. Aber tötet ihn nicht. Wir haben eine Abmachung mit ihm. Ich konnte die Frage. Ja, warte mal. Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Der Hehler, irgendwie muss er einen Lebensunterhalt verdienen. Bei wem habt ihr die. Bevor wir den Professor herausgeführt haben, unterhielt sich Thala. Und Vincent im Innenhof. Diesem Laster solltet ihr abschwören. Vielleicht, aber nicht heute. Okay, hauen wir ab. Wir haben jetzt das nächste Ziel: Krankenhaus. Da gehen wir jetzt hin.
Und verhören erstmal den gefangenen Salamander, ne? Mal Salamander heißt Salamandra, oder? Weiß nicht. Hier durchgehen. Was ist hier für eine Höhle? Ach, da gehört mein Kinder. Warum war die Krankenhaustür abgeschlossen? Oh, der wird mich jetzt nicht durchlassen, ne? Ist er denn jetzt düster? Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Was zeige ich ihm jetzt? Den Ring. Ich vergeude meine Zeit. Okay, dann muss ich ihn bezahlen. Kein Durchgang. Ich gehe da drin. Links klickt während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen und zu versuchen, damit Charaktere zu bestechen. Ihre Charaktere reagieren unterschiedlich auf Bestechung. Mancher mag gar beleidigt sein, wenn das Bestechungsgeld zu bescheiden ausfällt. Ich gebe ihm 50. Hey, kann man es schlecht einstellen als 51. Geht rein. Scheiße, war viel zu viel. So. Weiß ich jetzt, wo er ist? Kranke Frau, kranker Mann. Kranker Mann, kranke Frau. Looten wir nochmal den Kleiderschrank. Kranke Frau, kranke Frau. Wir werden alle sterben. Das ist eine Art Fluch. Mhm. Kranker Mann, kranke Frau, kranker. Das war er. Muss ich die jetzt auch alle noch bestechen? Haltet euch von dem Gefangenen fern. Zehn Ohrens reichen? Ich habe dem anderen 50 gegeben. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Psst. Er sagt. Wer ist Kalkstein? Er ist ohnmächtig geworden. Verschwindet! Da ist ein Aufruhr auf dem Flur. Verdammte Schurken! Boxfleisch hat sie geschickt. Ich bin müde. Oh, ihr Bastard! Mach ich die jetzt auch fertig? Junge, die sind ja so alle hin. Was? Ich bin ja übel low. Was ist denn dazu? Wieso bin ich so low? Wir müssen was essen hier. So ein Hummelbein. Snacken wir uns rein. Wird ja immer noch gefightet. Kommode. Looten wir. Nehmen wir alles mit. Wer redet denn hier? Ist doch gar keiner. Hier haben wir noch ein Buch mitgenommen. Ja. Haben wir das schon mal? Und ich würde sagen, hier beenden wir die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.